Zwei Geschwader Anubis-Gleiter? Wo? Ich habe Nadelgleiter und normale Gleiter, du Pfeife. Hier sind die. Okay, okay. Schicken wir die mal alle los. Während unsere Schiffe hier noch warten. Lol, alle drei die Hand. Auch gut. Alle drei, alle fünf. Das sind ja fünf. Zählen muss gelernt sein. Okay, dann lassen wir das hier stehen. Gut, und das ist raus. Dann haben wir das so und können uns ganz gemütlich... Korrigiere, Entschuldigung. Können uns ganz gemütlich an die Station machen. Okay, dann bewegen sie sich nicht. Bei Schwerkraftgenerator auch nicht. Dann sind sie... Ja, können sie sich nicht bewegen. Deshalb schalten wir das erst an, wenn sie wieder hier sind. Den hier lasse ich deshalb hier stehen und angeschaltet. Na, weg. Weil, man sieht es hier auch, zack, 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 sorgt mit dem Schwerkraftgenerator dafür, dass kein Schiff in den Hyperraum entkommen kann, weil es praktisch die Masse eines Planeten vortäuscht. Damit kann das Schiff dann, also der Schiffskomputer weigert sich dann einen Sprung durchzuführen und das Schiff muss hier bleiben. Raketenstörfeld haben wir sonst noch, ist ja eigentlich selbsterklärend. Bringt Raketenleitsysteme durcheinander, ist die Fähigkeit aktiv, reduziert sich die Zielgenauigkeit der anfliegenden Raketen drastisch. Es geht dann wieder so, sonst wo lang, bloß nicht dahin, wo es hin soll. Zweite Kohorte, ihr seid aber ganz schön schnell unterwegs. Ja, okay, da geht das Battle schon los. Hier. Hatten wir gerade. Nadelgleiter werden wahrscheinlich zuerst dran glauben müssen. Und Flugmanöver umkehren und... Ne, ihr wisst schon. Ja, irgendwann schafft das auch nochmal. Oh, wieder Jumper? Kein Jumper. Eine Corvette. Die Corvette Arrow. Pfeil? Ne, Bogen. Arrow war Bogen, glaube ich. Ne, Pfeil. Wie auch immer. Eines von beiden sollte es sein. Aber das mag uns gerade wenig interessieren. Da das Schiff eher so eine Jägerabwehrunterstützung gibt. Und das mag ich nicht. Ups, was wollte ich denn mit F1? Da wollte ich hin. Komm, ein bisschen schneller. Ja, drastische FPS-Kamikaze. 5, 6, 7, 8, 6, 7, 7, 8, 12, 11, ja, ihr wisst schon. Ey, komm, die stehen doch nicht etwa alle auf der Stelle, oder was? Na geht doch, die ersten sind eingetroffen. Da sehen wir übrigens auch die kleinen Kugeln. Das sind die Bombenwerfer, ne? Bombenwerfer Typ 1, Bombenwerfer Typ 1. Hier sind die ganzen Laserbatterien. Bombenwerfer sind nur am, am Bug angebaut. Und ja. Oh. Eskalation. Und Raketen stöffelt ein. Das heißt, die Raketen können uns jetzt schon mal sonst wohin rutschen. Die werden eh abgeleitet. Da sehen wir es übrigens. Hier. Die fliegen sonst wo lang. Nur eben nicht zu unseren Schiffen.
Und die Station kriegen wir auch ruckzuck runter. Das ist eben das Geile an diesem neuen Attack. Durch die Bombenwerfer, weil die wirklich sehr effektiv sind. Bombenwerfer Stufe 1, ja gut, Stufe 1, ne? Ich frage mich dann, was Bombenwerfer Stufe 4 oder 5 ist. Alter. Stufe 1 ist ja schon manchmal richtig hardcore. Und gerade ruckelt es ein bisschen dolle. Naja. Auf jeden Fall, da geht sie hin, da scheidet sie hin. Ein Feuerwerk ohnegleichen. Die Raumstation liegt mal wieder in Trümmern. Das Schiffchen ist das Letzte, was sich wehrt. Oh, und die Jumper gibt es auch noch. Das gefällt mir natürlich nicht so. Aber ich glaube, Jumper, Drohnen ignorieren die Raketenabwehr. Ja, ignorieren. Online. Sicher ist sicher, damit wirklich keiner entkommen kann. Und ein weiteres Problem gelöst. Im Handumdrehen, ja. Kann man schon fast sagen. Denn es hat nur... Ach, 8 Minuten, ja, okay. So zwischen 8 und 10 Minuten ist unsere Standardzeit für so ein Gefecht. Was wohl häufigerweise und am meisten eigentlich... Ja, wirklich eigentlich daran liegt, dass die Einheit so lange braucht, um dahin zu moven. Tja, denkste. Wind. Blauer Himmel hat keinen Einfluss auf die Leistung der Einheiten. Aha. Ich frage mich gerade auch, was ein blauer Himmel für einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Einheiten haben kann. Ja. Aber ich glaube, damit beschäftige ich mich in der nächsten Folge. Denn jetzt mache ich erstmal ein kleines Sicherheits-Safe. Ja, überschreiben. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht mit Stargate Empire at War, der Modifikation. Und ja, bis dahin, haut rein, hab Spaß und tschüssili. Schildgenerator. Alle auf den großen. Weil der Rest erledigt sich von selber, wenn dann der Schildgenerator weg ist. Also alle mit voller Kraft gegen das Basisschiff. Basisschiff sage ich schon. Herrgott, Entschuldigung. Gegen das Systemflaggschiff. Schilde versagen. Waffensysteme aufgefallen. Na komm, lange kann er nicht mehr durchhalten. Gleich ist unser erstes Schiff weg. Die Drachma, die erste. So, erledigt.
Schildgenerator da.